Herzlich willkommen nach langer Zeit endlich mal wieder zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Ambience. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr mein Infovideo geschaut habt, warum das so eine lange Zeit war. Aber das ist dann jetzt auch endlich vorbei, die ganze Sache. Ich habe einen neuen PC und endlich mal eine extra Grafikkarte. Und ja, von daher kann ich auch endlich mal mit Shadern aufnehmen und so, aber genaueres jetzt gleich. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit im Video, von daher wollen wir mal nichts überstürzen. Ja, erstmal freue ich mich auf jeden Fall wieder hier. Was ist das? Achso, hier an meinem. Das will ich gar nicht angezeigt haben. Woher das kommt, gleich. An meinem Computer zu sein. Beziehungsweise an meinem neuen Computer, denn der alte ist ja kaputt. Kurz dazu mal. Ja, also erstmal kam dieses Windows 10 Update vor einigen Wochen. Dieses große da, dieses Creators oder Spring Update. Okay, und dann ging es halt nicht. Der hat abgebrochen, hatte einen Fehler und ja. Das war aber nicht mal das größte Problem, weil den Fehler habe ich eigentlich nach einer Woche beheben können. Das größere Problem kam dann, als ich dann eine Woche lang an meinem PC dran konnte und dann, ja, plötzlich schwarzer Bildschirm und nichts mehr da. Und ich habe es dann noch nach einer Zeit geschafft, meine Daten zu retten, zum Glück, weil sonst, ja, wäre es nicht so schön ausgegangen, die ganze Sache. Und als ich dann mal mit einer Boot-CD mir angeschaut habe, was da los ist, habe ich gemerkt, ja, Festplatte kaputt, physisch. Und ja, das hat sich wohl über eine längere Zeit hingezogen, weil ich merkte schon seit längerem, dass der immer langsamer wurde. Und ja, da konnte ich dann nicht mehr viel machen, außer mal mir neuen zulegen, aber ich sag mal so, es hat ja auch, wenn man sich hier die schöne Minecraft Ambient Welt mit einem noch schöneren Shader. Na wobei, was ist schöner, die Welt oder der Shader? Ich würde sagen die Welt. Wenn man sich das mal hier anschaut, dann merkt man schon Vorteile davon, von dem neuen PC. Aber naja, auf jeden Fall ist es schön, endlich mal wieder Minecraft spielen zu können, weil ich habe ja nicht nur die ganze Zeit nicht aufnehmen können, sondern auch überhaupt keinen Minecraft spielen können. Habe ich auch Partikel aus oder so? Nee, warum mögte denn kein Weizen auf einmal? Waren wir so lang, beziehungsweise war so lang keiner mehr online? Okay. Dann sind die noch nicht wieder bereit. Na gut. Dann gehen wir mal nach Hause. Guck mal, was wir heute machen wollen. Genau. Ich habe nach der letzten Ambience-Aufnahme und bevor der PC kaputt war, schon noch gespielt, aber dann auch nicht mehr wirklich. Ja, und dann war es halt kaputt. Naja, von daher erstmal wieder kurz reinkommen in Minecraft und ich kann jetzt auch nicht mehr mit dem Xbox Game DVR aufnehmen, das passt irgendwie mit der Grafikkarte nicht. Dafür kann ich jetzt endlich mal so ziemlich leckfrei mit OBS aufnehmen. Muss mich nur mal ein bisschen an die andere Aufnahmesituation gewöhnen. Und es kann auch durchaus sein, dass jetzt diese Folge noch nicht hundertprozentig so alles passt, aber ich denke mal, das wird sich dann auch im Laufe der Zeit alles dann wieder, ja, wie heißt es, richten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, was ich mir auch überlegt habe, auch schon bevor der alte PC kaputt ging, da wollte ich schon eigentlich an dem Wochenende eine Aufnahme gemacht haben. Und da hatte ich mir schon überlegt, statt jetzt immer Musik im Hintergrund zu machen, einfach gerade bei so Projekten hier wie Minecraft Ambience, wo ja eh wir Vanilla spielen, einfach die Musik mal laufen zu lassen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben, ob ihr das mögt mit der Musik im Hintergrund, ob ihr lieber eure gewohnte Musik haben wollt im Hintergrund. Ja, jetzt hatte ich ja versprochen, was ist das? Achso, hier wollte ich irgendwie die Schneegoda muss raustun. Ja, übrigens, die hier hat mit Hütli in mein Haus gesetzt. Alle. Dafür danke ich ihm natürlich auch nochmal.
Die soll er auch schnellstmöglich später wieder abholen. Vielen Dank. Naja. Genau, ich wollte euch ja noch erzählen, warum eben da so eine zweite Hungerleiste war und wo ich da dann rumgeklickt habe, in welchem Menü. Und zwar ist das Ganze, was ich hier spiele und womit ich hier spiele, die sogenannte Labi-Mod. Und die Labi-Mod ist, finde ich, eine sehr tolle Mod. Mit der kann man einiges machen. Man sieht hier schon, ich habe ja hier, ich kann jetzt nicht mit dem Maus drauf zeigen, aber links in der Ecke immer die Koordinaten, oben rechts wer online ist und unten rechts sehe ich den aktuellen Status meiner Rüstung. Das ist nur ein kleiner Teil von der Labi-Mod, viele von euch kennt ihr auch vielleicht schon, aber man kann auch noch viel mehr machen. Man kann hier tatsächlich einiges machen. Wenn wir zum Beispiel in Ingame gehen, dann können wir hier ganz viele Sachen drauf tun und uns da auch kreativ auslassen, wie wir unser Interface hier haben wollen. Und zusätzlich gibt es noch einige Einstellungen. Und man kann zusätzlich noch einige Mods runterladen. Beispielsweise Optifine ist zum Glück mit drin, sonst hätte ich da noch schauen müssen, wie ich das mache. Oder auch die Item Physics, die ich sehr gern mag. Denn wenn ich jetzt quasi irgendwas wegwerfe, das habt ihr wahrscheinlich eben, als ich den Zaun abgebaut habe, gesehen. Aber wenn ich hier das wegwerfe, einfach auf den Boden. Ist auf jeden Fall ganz schön. Und wir haben auch schön dynamisches Licht, wenn ich es in der Fackel. Wenn ich die Fackel in der Hand halte. So. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit nur rumgerannt und habe geredet. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in Aktion schreiten, denn ich habe ja gesagt, ich habe gespielt noch bevor die Aufnahme, bevor mein PC kaputt ging. Und zwar habe ich etwas begonnen, das nächste Gebäude, was ich geplant hatte. Vielleicht soll ich den Ton am Handy ausschalten. Das mache ich doch einfach mal. So, zurück zum Thema. Ich habe hier angefangen, das nächste Gebäude, und zwar das Unterwasserrestaurant Chinoop. Also Chinoop, woher der Name kommt, ist mittlerweile, denke ich, relativ klar. Aber es passte halt auch zum Restaurant so. Von daher habe ich das einfach mal genommen. Und zwar gehört das zum Unterwasserbiom, also zum Meeresbiom oder wie auch immer das heißt, Ozean. Ich glaube Ozean. Denn das ist das nächste Biom, wo ich ein Gebäude reinbauen werde. Denn nach wie vor gilt mein Plan, dass ich in einigen Biomen, also in verschiedenen Biomen, verschiedene Gebäude bauen möchte. Und ja, das ist das nächste. Bin noch nicht so weit gekommen. Jetzt können wir mal gucken. Oh, ha, Licht. Bin, wie gesagt, noch nicht so weit gekommen. Aber ja, ich denke mal, das ist jetzt eine tolle Sache, wenn wir einfach mal daran weiterbauen können. Ich muss nur erstmal genug Schnee mir holen und dann können wir anfangen. Denn ich habe eigentlich vor, das Ganze, weil wir hier auch am Eiswasser sind, also nicht komplett aus Schnee, noch ganz wichtig sind natürlich auch Fenster, aber erstmal so den Eingangsbereich aus Schnee zu bauen und dann kommt hier so ein bisschen Glas und so. Das wird auf jeden Fall das Unterwasserrestaurant. Und jetzt machen wir erstmal weiter am Eingang. Und ihr dürft dabei sein. Wie immer. Nein, nicht wie immer, aber manchmal wird nämlich auch außerhalb der Aufnahme gebaut und gespielt. So, Schnee dürfte ich ein bisschen, ganz kleines bisschen hier drin haben. Jetzt muss ich einmal ganz kurz mich um meine Nase kümmern. So. Und jetzt kann ich weiterspielen. Was brauchen wir? Wir brauchen die Schaufel, die habe ich dabei. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ja, auf Reichtümer bin ich noch nicht so wirklich gestoßen. Wie man sieht, immer noch hänge ich bei einem Diamanterz, weil ich abgebaut habe. Obwohl ich hier meine fette Mine habe, also da hinten in der Richtung. Wir sollten schlafen gehen. Obwohl ich da meine fette Mine habe, das sieht ja cool aus. Habe ich da noch nicht so viele Diamanten gefunden und so. Also ich finde, das sieht echt gemütlich aus so mit dem Shader. Ich bin immer noch fasziniert, weil ich gerade das erste Mal so richtig mit Shader auch spiele. Von daher ist es auch noch für mich fast eine neue Welt, die ich hier betreten kann. Weil allein diese Sonne und diese Effekte. So, jetzt höre ich mal auf, hier die ganze Zeit nur über den Shader von dem zu schwärmen. Geht's mal los. Oh, mit Shader unter Wasser bauen ist auch, glaube ich, eine schwierige, also nicht schwierig, aber eine staffige Angelegenheit. Ich sollte von innen bauen. Das geht vielleicht unter Umständen schneller. So. Ja, meinen Vögeln geht es auch gut, wie man wahrscheinlich im Hintergrund hört.
So. Wasser wird reinbrechen. Das ist natürlich klar. Ja, und der Wasserbauen ist natürlich immer schon so eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die ich jetzt auch gerne annehme. Erstmal Luft holen und dann geht's weiter. Ist das weiter so an? Mond 3, 4 noch. Ich denke, das sollte für so ein Eingangsding reichen, auf jeden Fall. Einmal Luft schnappen, so. Und dann geht das hier weiter. Also, ich finde, das sieht unter Wasser total witzig aus, wenn ich jetzt nicht gerade so Wellen, die Kanten von den Blöcken, das hat was. Vielleicht sollte ich das mal unten bauen, das wäre vielleicht schlau. Naja, jetzt bin ich schon so weit hier. Luft. Komisch, ich krieg da mal selbst Atemnot, wenn ich merke, dass der es langsam nicht mehr kann. Mein lieber Spieler, mein Minecraft-Ich. So, ich sollte mir auch gleich noch Erde mitnehmen, damit ich das einmal nämlich hier dann ausfüllen kann. Damit dann nämlich da das Wasser weggeht und dann. Ja, dann wir da weitermachen können. Ich weiß gar nicht, gibt es noch eigentlich noch eine andere Möglichkeit als Eis zu bauen? Ja, Schwämme, aber die kriegt man nicht, oder? Ich weiß das wirklich nicht so. Aber ihr könnt ja mal, wenn ihr eine Idee habt, wie das vielleicht schneller geht in Zukunft oder so, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich schon gesehen hier? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ihr schon gesehen habt und was ihr noch nicht gesehen habt vor meinem Haus, deswegen zeige ich das mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier. Der Kamin war ja schon immer auf dem Dach. Wir haben jetzt hier wirklich einen durchgezogenen Kamin. Und. Psst, nicht weiter erzählen. Hier hinten meine Kiste mit Schätzen. Und. Dann geht dieser Kamin halt tatsächlich von unten bis nach oben. Schmelzt ihr darauf nicht? Also oben kann man echt ausschauen, damit da nichts reinfällt. Und vor allem nicht reinregnet. Ist dann noch so eine Falltür. Hier. Ja, das zum Haus. Ich weiß nicht, ob die da, was ihr davon schon gesehen habt und was noch nicht. Ich komme da schon total durcheinander. Aber wenn ihr was doppelt seht, das ist mir auch nicht schlimm. So, dann wollen wir jetzt einmal hier genau deswegen. Komm, 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 komm. Mann, lass dir meinen längeren Arm wachsen. Oh, was ist das denn hier? So, achso, wo klicke ich auch die ganze Zeit hin? Ich habe halt irgendwie nicht gesehen, dass da Wasser, dass da ein Loch ist. Das war aber durch den Shader jetzt. Also Shader hat viele Vorteile, aber auch gerade für sowas manchmal Nachteile. Aber was soll's. Ja komm, weg damit. Ich muss hier noch. Boah, ich das hätte wahrscheinlich auch lassen können. Naja. Erstmal wieder ans Spielen gewöhnen. So, haben wir's doch. Dann wieder weg damit. Also bis auf die letzte Schicht, das wäre jetzt nicht so zielführend. Das auch nicht. Ich nehme ich bekommen. Gut. Klar, war ja mit der Schaufel. Stimmt. Jetzt kommen ja diese Wasserpartikel und das ist natürlich ein bisschen unschön, aber davon lasse ich mir das hier nicht anders bauen. So, dann kommen wir jetzt hier ein paar Fackeln hin. Weil ein bisschen Licht müssen wir schon haben. Passt das denn jetzt so? 1, 2, 3 hin. 1, 2, ja. Hier, nicht da. Hier auch noch eine Dinger. Dann haben wir hier schon mal sowas. Ja, ich könnte es natürlich auch eins höher bauen. Macht das Sinn? Ne, das sieht dann von hier auch nicht mehr so schön aus. Aber wenn das jetzt auch nicht so hoch ist, finde ich es auch nicht allzu schlimm, denn das ist ja tatsächlich alles schon vom Gang. Denke ich. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon bald ein Restaurant. Also, bis zum Restaurant fehlt noch einiges, aber wir haben schon mal den Anfang. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Jetzt muss ich jetzt nämlich hier nachgucken. Ach, 14 Minuten. Da können wir noch ein bisschen was machen, denn. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Glas ich habe. Sonst können wir dafür schon mal ein bisschen sammeln. Hier am Strand oder wo auch immer. Ich glaube eher so ein bisschen da hinten, damit das hier nicht quasi die Landschaft zerstört. Das finde ich jetzt nicht so schön. Die Frage ist auch, habe ich genug Kohle? Also Glas habe ich erstmal. Oh Gott, das reicht. Oh. Ach, ich habe mir schon mal Glas gemacht dafür. Ja, dann ist das Ganze ja einfacher. Nichtsdestotrotz wollte ich euch mal ganz kurz meine Mine zeigen und euch
mal fragen, wie es denn sein kann, dass ich bei so viel, was ich schon gegraben habe, immer noch keinen Diamanten gefunden habe. Nein, das ist halt Pech, aber was soll man machen? Im Dunkeln ist gut munkeln hier unten mit Shader. Tja. Naja. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt wieder mit mehr Videos rechnen. Zumindest jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall. Dann muss ich mal gucken, wie viel ich dann zu tun habe. Auf jeden Fall seht ihr, ich habe immer hier. Hier habe ich gar nicht ausgeleuchtet, egal. Ich mal so hingehen, das ist natürlich hier das Praktische. Da bin ich hier überhaupt. Ach so. Ja, das sind halt überall Gänge hier. Und so gemacht, dass ich halt eigentlich nichts übersehen kann. Und wir sind auch auf Höhe 9, das heißt 9, 10, 11. Da sollte ja eigentlich genug sein. Auf jeden Fall ist diese so riesig und ich habe bisher hier drin keinen einzigen Diamanten gefunden. Also diesen einen Diamanten, den ich einmal gefunden habe in irgendeiner Höhle, das war irgendwie der Glückstreffer. Vielleicht hat Kiki die ja auch alle irgendwie schon weg hier gefarmt, man weiß es nicht. Ja, naja. Übrigens, unten rechts neben meine auch Ausrüstung seht ihr auch, oder sieht man auch, wenn ich da Pfeile im Inventar hätte, die Anzahl der Pfeile noch so als kleine Info. Und oben rechts sieht man, dass ich ganz alleine aktuell bin. Ja. Und ich habe das Gefühl, auf dem Server ist aktuell eh nicht mehr allzu viel los. Ich glaube, da müssen wir mal bald wieder was dran ändern. Bisschen mehr spielen hier. Jetzt aber erstmal geht's weiter. Zumindest nochmal so ein bisschen erstmal überlegen, wie man das hier machen könnte. Mit dem Restaurant. So. Wenn ich das hier wegmache, kommt das Eis auf jeden Fall wieder. Das heißt, ich würde so ein bisschen vielleicht in die Richtung gehen hier mit dem Ganzen. Und dann kann man ja hier noch, damit das nicht. So gerade sähe es noch schöner aus natürlich. Aber dann müsste ich einen Gang länger bauen, was ich eigentlich nicht will. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie macht man das Ganze? Wobei, warte, wie viel wären das denn noch? Das machen müsste 1, 2, sag mal so mindestens 3 müssten es noch geben. Ich gehe mal rein und gucke, ob man das noch machen kann. Oder ob das dann zu dunkel und uneinladend ist. Natürlich kann ich auch, ich kann hier noch Glas reinmachen, ne? Ich glaube, das mache ich. Ich mache hier oben Glas rein. Das tue ich jetzt. Also dann gucken wir mal, ob das immer noch doof ist. Ich fange nicht hier an, ich fange einfach mal hier an. Oh, ich glaube, das sieht richtig gut aus dann. Warte, ich kann doch hier F. Und dann. Ach, das macht er nicht, ne? Warum nimmt er die Schaufel nicht? Oder muss ich das so rum machen? Naja. Nein. Ich will halt nur, dass hier kein Glas verschwendet wird. Kein Wasser reinkommt, aber dann habe ich Glas verschwendet mit. Ich denke, das ist schon mal eine gute Einleitung. Da kann ich auch auf jeden Fall nochmal den Gang ein wenig länger bauen. Und warum ist eigentlich die Minecraft-Musik die ganze Zeit aus? Jetzt habe ich gesagt, ich mache mal Musik. Und dann kommt einfach keine Musik. Naja, dann hatten wir schon Musik, das kann auch sein. Ich würde auf jeden Fall keine Musik jetzt extra in den Hintergrund packen. Wenn ich nämlich irgendwie mal eine Stelle mache, wo schon Musik ist, dann wird das einfach nur doppelt gemoppelt und grässlich klingen. Von daher werde ich das nicht machen. So, mal eben noch Schnee holen, den Gang ein bisschen länger machen und dann war es das auch für die Folge. Ich wollte eh erstmal nur eine Folge machen, wo ich ein bisschen mal gucken kann. Klappt das mit dem Aufnehmen alles und auch mal euch jetzt ein bisschen über den aktuellen Stand informieren. Von daher, so viel mehr war eh nicht geplant, aber ich hatte eigentlich gar nicht geplant. Ich plane eigentlich meine Folgen nie. Vielleicht merkt man es an der einen oder anderen Stelle. Aber ja, ich kann eigentlich hier, bevor ich das immer wieder hin und weg mache, die da lassen. So, dann mache ich das mal nochmal 3. Oder 4 sogar. Man findet jetzt, damit geht das tatsächlich gut. Guck mal, sind wir hier. Ach, das geht. Und dann haben wir natürlich auch noch zusätzlich die Fackeln, die bleiben da, weil sonst nachts klar zu dunkel. Aber ich hatte ganz ehrlich, am Anfang, wo ich das hier gebaut habe, Sorge, weil ich nicht wusste, ob
Fackeln Schnee schmelzen können. Aber ich habe es dann mal so ein bisschen einfach gelassen. Und zu meiner Freude ist das nicht so. Sonst hätte ich nämlich das ganze Konzept ein bisschen umwerfen müssen oder irgendwie hier Seelaternen farmen müssen oder so. Aber haben wir nachts schon? Oh ja. Oh, das nachts dunkel mit Shader. Unter Wasser ist es tatsächlich sogar noch heller. Naja. Ja, hier über Wasser sieht man ja gar nichts. Warte mal, da werde ich kurz. Wofür gibt's. Oh, das klappt mit der Offhand super. Wozu gibt es die Offhand? Ich meine, ich weiß nicht, nutzt ihr die Offhand? Das würde mich auch mal interessieren. Weil irgendwie, ich nutze die nie. Jetzt, wo ich schon Wasser ist drin, das kann ich auch mal hier machen. Also, was heißt, ich nutze die nie? Ich nutze die wirklich ganz, ganz, ganz selten. Mit Glas verbauen bin ich auch Profi drin. Ich nutze die Offhand wirklich eigentlich viel zu selten, weil die ist eigentlich echt praktisch. Praktisch, was rede ich heute? Die ist eigentlich richtig praktisch, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich mit der noch nicht so angefreundet, obwohl jetzt schon 1.12 ist, die Version, die wir hier gerade spielen, aber naja. So, jetzt können wir das noch wegmachen. So, das war das letzte, das ist nicht im Glas. Neun. Naja, ein paar Erdblöcke kriege ich ja noch von Hand weggemacht. Ja. Dann würde ich ja fast schon wieder sagen, das war's mit der Folge. Und wir machen hier noch die Fackeln hin. Das ist auf der Aufwand hier. 1, 2, 3 hier hin. Und dann. Das ist natürlich vorne und hinten, oder nicht? Ha, man muss eigentlich mal mitzählen, was man so baut. Irgendwas ist nicht hier richtig. 2, 1, würde schon sagen. Warum passt das links und rechts nicht? Moment, 1, 2. 1, 2. So. Dann sieht das auch schon viel besser aus hier. Ja. Dann. Des Nachts verabschiede ich euch. Also, oh Gott, ich hasse Skelette. Ich will eigentlich nur fliehen, schnell. Ich will euch nicht. Ich will euch ja gar nichts tun. Warum tut ihr mir was? So, ich wollte eigentlich nochmal ins gemütliche Haus rein. Was passiert eigentlich? Achso, das ist mal das Haus, das Kaminschaf. Auch von Tetley. Also, ja. Falls ihr es auch noch nicht gesehen habt, ich glaube noch nicht. So, was passiert eigentlich, wenn ich hier Licht ausmache? Wie dunkel ist das denn? Ja. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah, na gut. Wie auch immer, es ist sehr gemütlich hier und im Wintergarten auch. Und von daher verabschiede ich mich von euch. Und ich möchte nicht mit Pfeil verabschieden. Im Hellen. Verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge von Ambience oder vielleicht auch kommt bald mal die nächste Folge Capture the Flag. Zieht sich auch schon etwas länger hin, aber da werdet ihr dann noch früh genug mitkriegen, wann das dann kommt. Ja, bis dann. Tschüss.